Hallöchen Leute, dann bin ich wieder, Conny von Panikut Centurion mit einer neuen Aufnahme von Call of Duty 4 Modern Warfare. Spiel fortsetzen. Wir waren ja in der letzten Aufnahme unterwegs in der AC-130. Das wird ja jetzt ganz lustig. Ich hatte ja in der letzten Aufnahme gesagt, dass ich vielleicht Multiplayer-Aufnahmen machen werde. Kann sein, jetzt schon mal vorab, dass es nicht funktionieren wird wegen unserem Internet, weil leider bei Call of Duty Ghost zum Beispiel konnte ich es nicht spielen. Bei, ja, das ist ja hier mit unserem Router, mit unserer supergeilen Internet und so weiter und so fort, ne? Der kommt, Tod kommt von oben. Wir bewegen uns die Straße entlang auf eine Stadt Richtung Osten zu. Haben Sie Sichtkontakt? Hab Verbündete in Sicht. Trupp, kein Beschuss von Zielen mit Blinksignal. Das sind Verbündete. Aha. Bitte bestätigen, dass ihr die Kirche in der Stadt seht. Wir sehen Sie, es kann losgehen. Verstanden, wir sind da. Schießen Sie los. Auf der großen Gun. Wir sind nicht autorisiert, die Kirche anzugreifen. Kein direktes Feuer auf die Kirche. Eins der Fahrzeuge fährt. Eines der Fahrzeuge bewegt sich gerade. Da kommen welche aus der Kirche. Bewaffnete Feinde nähern sich von der Kirche. Erbitte Feuererlaubnis. Verstanden. Sie haben Angriffserlaubnis für den fahrenden Wagen und jegliches Personal. Bestätigt. Der Trupp hat Angriffserlaubnis. Aber yeah, guckt euch das mal an. Das ist die Bordkanone. Yeah. Woo. AC-130, gib ihm. Wow, guckt euch das mal an, ey. Ja, das ist jetzt richtig geil. Gehen wir mal. Das ist ein Feind. Das ist ein Verbündeter, schätze ich. Okay, nimm mal doch lieber mal die dicke Gun. Wo sind denn jetzt noch welche? Da. Jo, mach ich. Ich schieße halt ab. Scheiße! Verdammt, ich hab die Kirche zerstört. Fuck! Verstanden, wir sind da. Schießen Sie los. Entschuldigung. Ihr seid nicht autorisiert, die Kirche anzugreifen. Kein direktes Feuer auf die Kirche. Eins der Fahrzeuge fährt. Eines der Fahrzeuge bewegt sich gerade. Da kommen welche aus der Kirche. Ich kann noch nicht schießen, okay. Bewaffnete Feinde nähern sich von der Kirche. Erbitte Feuererlaubnis. Verstanden. Sie haben Angriffserlaubnis für den fahrenden Wagen und jegliches Personal. Boom! Guckt euch das mal an, diese Explosion. Und jetzt nochmal. Mal an, bam! Bam, bam, bam. Diese geile Explosion, ey. Oh, also die 105 mm, die geht voll ab, ey. In Call of Duty 2, also in Modern Warfare 2, da sieht man auch die Kugeln fliegen. Da kann man es ein bisschen besser einschätzen. Finde ich. Ein bisschen besser. Aber, so ist natürlich auch allein das Gefühl in so einer geilen, in dieser AC-130 schon geil. Da muss ich wieder aufpassen, da ist die Kirche. Kerl. Das war wohl weniger als einen halben Meter von ihm weg. Wow! Ja, mach ihn fertig. Nö, hab ich gemacht. Ziel neu gesetzt. Da kommen bewaffnete Einheiten aus der Kirche gerannt. Verstanden, der Typ bewegt sich. Ja, wo denn? Erfassung. Bäm! Aufpassen! Explosion! Schick euch mal ein Geschenk auf. Oh. Jetzt habe ich schon wieder auf Verbündete geschossen. Fuck. Wildfire, hier ist Bravo 6. Wir passieren eine große Kirche und bewegen uns in Richtung Schnellstraße. Weiter feuern. Bravo 6, Ende. Wow. Das ist zu nah an der Verstärkung. Ich wiederhole, zu nah an der Verstärkung. Auf die Blinksignale. Feindliche Einheiten auf der Straße. Okay, da hatte ich gerade schon wieder Verbündete abgeschossen. Das Problem ist, dass ich nicht wirklich sehe, was Verbündete ist und was Gegner ist. Greifen Sie jeden ohne Blinksignal an. Das sind alles Feinde. Direkter Treffer.
An den Wagen. Bam, 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 Junge. Bam, 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 Alter. Bestätigt. Fahrzeug neutralisiert. Verstanden. Der Typ bewegt sich. Typ flieht. Typ flieht. Feinde überqueren das Feld. Schnappt euch den Gau. Einer. Mach ich alle platt. Ja, Leute, wovon kann ich noch mal was erzählen? Und zwar, ich habe gerade eben Skill gespielt, weil man wieder richtig nice. Ich habe gerade irgendwie so... Ist los. Winkel rekalibrieren, Höhenscan anpassen. Ich habe gerade irgendwie Bock gehabt, nochmal aufzunehmen, weil ich habe... Es ist erst ein Tag nach... Keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße angreifen. Wildfire, wir übernehmen Ziviltransporter auf der Schnellstraße. Geben Sie uns Deckung. Trupp, kein Zugriff auf Fahrzeuge auf der Schnellstraße. Dort sind ausschließlich Zivilisten. Bodeneinheiten kümmern sich derzeit um einen alternativen Transport. Es werden keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße ohne Befehl angegriffen. Der Typ ist bestimmt angepisst. Netter Wagen. Ach, der hat einfach nur Schiss. Wildfire, wir markieren die Fahrzeuge. Bestätigen Sie, dass Sie die Leuchtsignale sehen. Ah, jetzt sehe ich's blinke. Nicht auf die Fahrzeuge mit den blinkenden Leuchtsignalen schießen. Wiederhole, nicht auf die Fahrzeuge mit den Leuchtsignalen schießen. Das sind Verbündete. Jo, Mann, Alter. Ja, wie gesagt, ich hab... beim Gebäude fest. Nagel, ich... Scan Reichweite setzen. Ja, mach ihn fertig. Aufgepasst, der Feind richtet entlang der kurvigen Straße Hinterhalte ein. Navigation, welche ist denn die kurvige Straße? Over. Feuerkontrolle, sehen Sie den Wasserturm? Over. Könnt ihr bestätigen, dass ihr den Wasserturm seht? Der Wasserturm da in der Nähe der Kreuzung? Ah, genau den meine ich. Und neben dem Wasserturm ist eine kurvige Straße. Seht ihr die? Kapiert. Folgt der Straße bis ins nächste Dorf. Dort solltet ihr einen weiteren Wasserturm sehen. Ein bisschen weiter die Straße runter. Er ist da oben. Wir haben ein bisschen Ärger mit der Einnahme des Dorfes. Wie weit die Straße rauf liegt es? Ungefähr, Sekunde. Etwa 2 Kilometer die kurvige Straße entlang, weg von der Schnellstraße. Verstanden. Wir nähern uns dem Dorf. Bereit machen für den Angriff auf Bodenziele. Feinde gehen an der kurvigen Straße in Position. Feindverbände bereiten einen Hinterhalt an der kurvigen Straße vor. Sie sind hinter den Bäumen versteckt. Hey, da wurde ein Raketenwerfer abgefeuert. Verstanden. Los, Leute, rein da und jeden im Dorf ausschalten. Gepanzertes Fahrzeug, da drüben. Es kommt da aus der Scheune. Ziele im Dorf sind als feindlich bestätigt. Au, ich glaube, die Explosion ist größer als eigentlich. Wir könnten Hilfe brauchen. Verfolgt diese Rauchspuren und schaltet die Quelle aus. Ja, Mann, Alter. Ja, jetzt haben wir das gepanzerte Fahrzeug ausgeschaltet. Ist jetzt nicht wundern, warum ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, weil ich höre denen doch zu, wie gesagt, hatte ich ja gestern schon gesagt. In der letzten Aufnahme. Dass ich den versuch zuzu. Oh. Versuch zuzuhören, weil. Weil zuzuhören ist doch schöner als etwa zu lesen. Bam! Alter, habt ihr das gesehen, ey? Bam! Und da schießen wir jetzt auch noch eine rein. Bam! Oh, 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 oh! Boom! Ja, der hat gelungen. Jetzt können wir mal gucken, ob man mit dem MG. Oh. Ja, das ist ein MG. 25 mm. Ah, das geht ab. Ich seh nix. Oh, jetzt mal im Ernst. Das gibt's doch gar nicht, ey. Man muss jetzt so aufpassen, dass man hier nicht die Verbündeten trifft, ey. Komm, bleib stehen. Jetzt Feuer! Bäm, das haben wir getroffen. Jetzt kommt das da dran. Bäm. Dann geben wir da den 40 mm ab. Da schießen wir da auch noch drauf, weil da sind auch noch so ein paar Homos. Oh, das habe ich doch nie im Leben schon wieder getroffen. Wir schießen einfach mal in den Rauch, machen noch mehr. Noch mehr Rauch. Ja, ihr werdet angegriffen.
Mach den Weg für unsere Jungs frei. Truppen auf dem Dach des U-förmigen Gebäudes. U-förmiges Gebäude? Ja, das mit dem viereckigen Aufbau auf dem Dach. Das mit dem Flachdach. Ja, das war ein Treffer. Oh, die schießen mit Raketenwerfer, meine Jungs. Kabum. Ja, guter Schuss. Ich sehe hier unten lauter Einzelteile. Gut, er bewegt sich wieder. Typ flieht. Gut, er ist erledigt. Und jetzt zurück zu den anderen. Erfassung. Das ist ja schon irgendwie lustig, ne? Hat sie, ne? Signal ausschalten. Oh, hier sind wir mal viel. Kalibrieren, Höhenscan anpassen. Ziel neu gesetzt. Wildfire, wir nähern uns der Landezone am Schrottplatz und verlassen die Fahrzeuge. Verstanden, Bravo 6. Verbündete haben die Fahrzeuge verlassen und laufen zur Landezone. Nicht auf Personen mit Blinksignalen schießen. Bestätigt. Weiter auf die Blinksignale achten. Das sind Verbündete. Feindliche Einheiten auf dem Schrottplatz. Habt ihr das gesehen, ey? Wie die einfach, weggerotzt wurden, ey. Wow. Die Fahrzeuge gehen wahrscheinlich nicht alle kaputt. Ich denke mal, das ist jetzt das Letzte, weil das ist jetzt der... das ist ja der Schrottplatz, das ist die Landezone, haben sie ja gesagt. Und das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal richtig, richtig Asche machen. Und? Boom. Ich weiß, bei der großen ist zwar schön und gut, die haben eine riesen Explosion. Nur bei der ist mehr Explosion wie Schaden. Das ist irgendwie das Problem. Ich finde hier die 40mm, die finde ich am besten. Das MG, mit dem kann man natürlich auch alles kaputt machen. Unser prägende MG. Boah, da schießen wir mal rein. Wir haben die Landezone erreicht, aber wir werden von allen Seiten beschossen. Fordere Feuerunterstützung an. Gefahr! Ja, Captain Price, nur am Motzen. Irgendwo da unten ist auch, bin ich auch dabei, einer von denen. Guter Schuss, guter Schuss. Weil wir sind ja hierher und haben... Da oben konnte ich die nicht. Was, verbündete Hubschrauber? Boah, die muss ich abschießen. Die blinken alle. Auf die kann ich immer noch nicht schießen. So, jetzt aber, jetzt kann man langsam auf allen jeden möglichen schießen. So, ich werde auch versuchen, hier bei dem Call of Duty, wie im Teil 2, 1 und 2, jeden Tag eins hochzuladen. Deswegen produziere ich auch gerade richtig hart vor. Aber das Spiel auch richtig fun. Und... da hoffe ich mal, dass es richtig lustig wird. Das macht mir im Moment auf jeden Fall richtig Spaß. Und deswegen habe ich jetzt auch direkt die, Mission hier weiter gemacht. Weil im letzten Aufnahme habe ich ja, ich wusste ja, dass wir in der AC-130 sind. Da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Und das ist richtig schon richtig geil hier, wenn man in der AC-130 steht mit so 105mm. Aber das mit dem Nachtvisier, M-Sicht, ich weiß nicht, das ist nicht so sinnvoll. Also nicht unbedingt, braucht man nicht unbedingt. Und jetzt sind wir wieder als SAS unterwegs. Irgendwo in der Wüste oder was? Jetzt US Marines, Sergeant Paul Jacksons. Dürfen wir wieder nach Öl suchen. Die heftigen Kämpfe dauerten die ganze Nacht an, als US Marines bei der Verfolgung von Khalid al-Assad weiter Richtung Hauptstadt vordrangen. Es gibt nur noch sporadische Kämpfe, da sich der Großteil von al-Assads Einheiten zum Präsidentenpalast zurückzieht. Kommando, hier ist Lieutenant Vasquez. Warpeak auf dem Weg. Das lassen wir uns nicht entgehen. Darf ich das Panzer fahren? Hunderttausendfünfhundert HP. 7,62mm. 120mm Frontkanone. Bah! Rufzeichen, Warpeak. Kriegsschwein. Ach, wir waren ja hier, genau.
Wir hatten ja den Panzer als letztes hier verteidigt und wieder in Gang gesetzt. Ich will gerne den Panzer benutzen. Gut, ich schätze mal, dass der Kampfer uns jetzt hilft. Der Kampfer, genau. Ich denke mal, dass unser M1A2 Abrams uns hilft, uns durchzukämpfen.